Konnichiwa, meine Freunde. Ich habe heute hier den coolen Steve mit dabei. Hi, ich bin der Steve. Und zwar, wir sind auf der Animuk und ich habe hier was richtig Cooles gesehen. Und zwar, wie heißt es nochmal? Gilden? Wir sind die Gilde. Die wir Gilde! Die erste Real-Life-Gilde, die es gibt. Wir erstellen Quests für unsere Mitglieder und unsere Mitglieder können dann richtig coolen Loot abräumen. Von Zelda bis Halo, über alles, ja? Animes, Mangas, Manga-Zeichensets, alles, was uns gerade so unter die Hände kommt, nice. Was ungefähr im Bereich zwischen 5 und 50 Euro liegt, hauen wir in coolen Quest für unsere Mitglieder raus. Wie lange macht ihr das schon? Wir haben uns gegründet, das weiß ich genau, weil es noch nicht so lange her ist, okay. Am 17. Dezember 2017. Also wirklich fast eine Schnapszahl. Ah, okay, shit. Auf der Kaizoku. Ja, ja. Das sind Kumpels von uns. Ja, ja. Und wir waren eine kleinere Gruppe von Kumpels und dann haben wir irgendwann gemerkt, so, hey, ja, wie wär's denn? Wir haben ein bisschen rum überlegt, so, wollen wir eine Gilde aufmachen? Was halten die Leute von Real Life Quest? Haben uns dann dazu entschieden und jetzt sind wir offiziell wirklich die größte und einzige Real Life Quest Gilde in ganz Deutschland. Und auch mit Anime-Faktor, das ist halt genau, das Krasse, weil es klingt immer so erst nach so RPG und was weiß ich alles, so wenn du die Gilde hörst, aber das klingt ja richtig geil. Wie kann man euch finden? Wo kann man euch sehen? Also uns finden kann man auf unserer Facebook-Seite einmal, www.facebook.com. Blenden wir kurz ein. Hier? oder wir haben auch eine Facebook-Gruppe, die heißt Die Gilde. Oder einfach auf irgendwelchen Events, wie zum Beispiel jetzt die Animuk. Im Sommer sind wir zum Beispiel auf der Animagic in Mannheim unterwegs, auch wieder mit unserem Banner und machen einfach Werbung, damit wir größer werden, damit wir einfach mehr Leute glücklich machen können mit unserem Loot. Und jetzt ist die Frage, wenn du sagst Quest, was meint ihr mit Quest? Was, nenn mal ein konkretes Beispiel. So ein Beispiel kann ich gleich mal nennen, das waren unsere Oster-Events-Quests, die haben wir zu Ostern gemacht, zum Beispiel... Malt eure Eier an. Bitte? Malt eure Eier an. So, ja, das war wirklich was. Wir hatten Kategorie Basteln drin und dann war es einfach so, hey, macht doch mal Eier, färbt doch mal Eier im Anime-Style. Zum Beispiel, wir hatten unsere Gewinnerin, die hat zum Beispiel Pokémon gemacht. Also wirklich okay. Ein Karton voll mit Pokémon. Dann hatten wir noch das Thema Cosplay. Da hat sich dann eine Cosplayerin, eine sehr bekannte auch, hat sich dann dazu bereit erklärt, einfach mal sich im Anime-Style, also Cosplay-Style, so als Osterhasen zu machen. Oder als Zeichnen. Dann haben wir gesagt, hey, mach doch mal den Osterhasen ein bisschen anders. Ja? Da kamen dann auch viele Einsendungen, wo die Leute wirklich zum Beispiel einen Osterhasen als Ruffy oder mit einer Gatling, der Ostereier verschießt. Also wirklich total, also was da bei unseren Mitgliedern wirklich mitkommt. Ja. Wir leben auch sehr von der Community und wir versuchen halt auch die Community, die so, sage ich mal, relativ versprengt ist in der Szene, einfach zusammenzuführen und einfach alle irgendwie glücklich zu machen mit unseren coolen. Das kann ich nur unterstützen. Ihr findet uns am Hauptweg hinten im großen Garten. Da haben wir unsere Anlage dabei und unser Banner, weil wir haben extra einen Banner uns gemacht, ja, ziemlich cool. Und da ist die Quest wirklich nur, ihr müsst vorbeikommen, macht einfach ein Foto von euch mit unserem Banner, einfach Selfie-Style. Und dann postet ihr das auf unserer Facebook-Seite, haben wir die Quests angeschrieben, einfach in die Kommentare posten und ihr seid dabei und könnt coolen Zelda-Loot gewinnen. Und das ist geil. Ihr kriegt Quests und sogar auch immer schön Missionen am Schluss. Also XP könnt ihr nicht verteilen, aber ja, ansonsten richtig geil. Richtig geil. Und wir gucken uns jetzt mal den Banner an und ihr schaut auf jeden Fall auf die Facebook-Seite, ist alles verlinkt. Und dann sag ich danke, Steve. Und viel Erfolg und wir schauen uns das auf jeden Fall mal an. Für die Gilde!